Am Mittag haben Sympathisanten der Klimabewegung Extinction Rebellion unangemeldet die Willy-Brandt-Straße blockiert. Sie forderten radikalere Maßnahmen gegen die Umwelt- und Klimakrise. Es ist Zeit für eine schwarze Karte an dieses sicke System. Und wir sind hier heute in Hamburg in der Innenstadt, um das weiter so des toxischen Systems zu blockieren. Nicht mehr Geld, nicht mehr Rot, eher stilsicher. Trotz der Corona-Situation müssen wir einfach realisieren, dass wir in viel heftigeren Krisen sind. Die Klimakrise und die Krise des massenhaften Artenaussterbens werden uns in den nächsten Jahrzehnten an den Rand des Aussterbens bringen. Deswegen sind wir hier, blockieren das weiter so und wollen, dass die Menschen endlich und vor allen Dingen die Politik darauf aufmerksam werden und unsere drei Forderungen umsetzen. Erstens, sagt die Wahrheit, erklärt den Klimanotstand. Und wir sind Todeszeugen. Zweitens, handelt jetzt, leitet Maßnahmen ein, dass wir bis 2025 klimaneutral werden. Und drittens, Politik neu leben. Beruft jetzt BürgerInnenversammlungen ein, in denen die Leute, die BürgerInnen und Bürger an der Politik und an diesem Wohl des Planeten und den Entscheidungen, die dies maßgeblich beeinflussen, beteiligt werden. Deswegen sind wir hier. Es ist 12, yeah. Es ist nicht mehr 5 vor 12. Es ist 12, yeah. Es ist 12, yeah. Es ist Zeit für da. Sobald ich hier dann sitze, bin ich recht entspannt und ich fühle mich irgendwie selbstwirksam. Also es ist ja gerade das Einzige, wo ich das Gefühl habe, dass ich damit was bewirken kann oder was machen kann, ja, um die Politik und eben auch die Gesellschaft, die Wirtschaft und alle anderen Bereiche davon zu überzeugen, dass wir eben jetzt handeln müssen und jetzt was gegen die Klimakrise unternehmen müssen. Inmitten dieser riesen EDS-Wüste ist es echt schwer wach zu bleiben. Alle sind drecksmüde. An die Versammlungsteilnehmer der nicht angemeldeten Versammlung auf der Willy-Brandt-Straße. Zukunft brennt, weil eure Generation krass verschlafen hat. Fragen wir als Generation, why habt ihr das gemacht? Wir bezahlen jetzt für all eure Fehler. Mit welchem Recht nennt ihr euch weiter unsere Lehrer? Unser System ist so krank, jetzt retten Kinder schon die Kinder. Kaum ein Adult bei Verstand, lieber Börse, Wein und Tinder. Wir entfernen das Klebeband von unseren Mündern. Wir ketten uns an, weil wir uns um die Erde kümmern. Ich bin bei Extinction Rebellion, weil wir einen starken Umbruch brauchen, indem wir ändern, wie wir wirtschaften, wie wir miteinander umgehen, wie wir mit unseren Lebensgrundlagen umgehen, wie wir mit Menschen umgehen. Und das wird in unserer Realpolitik mit PolitikerInnen, die lobbyistische Interessen und wirtschaftliche Interessen vertreten, nicht passieren. Und deswegen rebellieren wir. Weil wir sonst keine Zukunft haben. Vergesst niemals, wer hier spricht. Die Jugend, das jüngste Gerät. Wir sind ja hier, um gegen das Sterben der Arten zu demonstrieren. Und da gibt es keinen Zeitaufschub, das müssen wir tun. Die Politik muss grundsätzlich umdenken, da wird einfach zu wenig getan. Und auf der Straße sind noch Freunde von mir, die sind dort ein bisschen fester gemacht. Und da wollte ich auch nicht vorher gehen, bevor die weg sind. Herzlich willkommen. David Stob, ich bin Abgeordneter der Linken hier in der hamburgischen Bürgerschaft. Und wir machen hier eine parlamentarische Beobachtung. Das machen wir häufiger bei politischen Aktionen, dass wir als Parlamentarierinnen da sind und schauen, dass nach Möglichkeit alles friedlich abläuft. Das ist hier heute der Fall. Die Stimmung war gut, es wurde ein Zeichen gesetzt für Klimaschutz. Und man muss auch mal die Polizei an dieser Stelle mal loben, das machen wir Linken nicht so oft. Aber hier wurde die Räumung durch Wegtragen durchgeführt, nicht durch Gewaltanwendung. Das finden wir gut und es wurde ein sichtbares Zeichen gesetzt. Es ist 5 vor 12, es ist 12, yeah. Es ist nicht mehr 5 vor 12, es ist 12, yeah. Es ist 12, yeah. Es ist Zeit für da. Jüngste Gericht, ja, es ist Zeit für das. Jüngste Gericht, wir sind das jüngste Gericht. Jugend auf die Barrikaden, wir erobern das System, weil wir sonst keine Zukunft haben. Oh, ich bin erschöpft, es war ganz schön aufregend, aber ich hoffe, wir haben was bewirkt. Es hat sich gut angefühlt, richtig angefühlt. Wir haben ein Zeichen gesetzt und ich hoffe, es bewegt sich was und die Politik reagiert endlich.